Tagchen, Leute. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich megamäßig. Ich habe ja den großen Plan, dass ich hier dieses Land in der nahen Zukunft in einen Food Forest verwandeln möchte. Und dafür brauchen wir Wasser, und zwar so viel wie möglich. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Land besonders im Sommer echt sehr, sehr trocken. Das hat auf der einen Seite natürlich was mit der Bepflanzung zu tun. Das heißt, dass hier relativ wenig Schatten ist, dass wir eine Südausrichtung haben und dass es natürlich sehr, sehr wenig regnet. Wir haben ja hier schon einen großen Brunnen bei uns auf dem Land. Dieser Brunnen produziert im Winter ungefähr so 4000 Liter und im Sommer so 2500 Liter pro Tag. Da wir mit dem Brunnen aber jetzt schon unten die Terrassen bewässern, oben den Vorgarten bewässern und auch teilweise das Brauchwasser am Haus bedienen, stößt er natürlich gerade im Sommer an seine Grenzen. Gonzalo hatte mir aber erzählt, dass hier auf dem Land ein alter Brunnen sein soll, der ungefähr so vor 30 Jahren schon zugeschüttet worden ist. Und diesen Brunnen, den wollen wir jetzt in diesem Video reaktivieren. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über eure Daumen hoch oder sogar ein Abo freuen, weil ich dann den Kanal einfach weiter ausbauen kann. So, jetzt aber nicht viel schnacken. Ich würde sagen, los geht's. Damit wir den Brunnen finden können, haben wir uns von dem Gonzalo diese alten Pläne besorgt. Das ist der Brunnen, den wir hier schon bei uns auf dem Land stehen haben. Das ist der Brunnen, der bei Gonzalo auf dem Land steht. Und hier seht ihr einen Brunnen eingezeichnet, den die aber vor ungefähr 30 Jahren wieder zugeschüttet haben. Die ganzen Brunnen funktionieren grundsätzlich mit einem Oberflächenwasser. Das heißt, wir brauchen gar nicht so tief zu buddeln. Damit wir das Ding finden können, hat der Karim sich schon mal den Plan geschnappt und hat mal die Verhältnisse ausgemessen. Und wir werden gleich runter aufs Land gehen und mal schauen, dass wir dann so grob hinlegen, wie wir dann, wo wir anfangen müssen zu buddeln. Das ist der bestehende Brunnen hier. Der ist einfach nur gemauert. Der hat einen Durchmesser von ungefähr 3 Metern, würden wir schätzen. Der Brunnen hat eine Tiefe von ungefähr 1,5 Metern. Da hinten, wo diese kleine Schnecke schwimmt, da ist in der Wand ein kleines Röhrchen und da läuft eigentlich die gesamte Zeit, selbst im Sommer, läuft dort Wasser durch. Hier stehen jetzt im Moment gerade ca. 3500 Liter Wasser drin. Wenn man den einmal komplett leer pumpt, ist der ungefähr in so knapp einem halben Tag, einen Tag ist der fast wieder voll. Und wenn wir ganz großes Glück haben, dann wird der andere Brunnen genauso viel Wasser produzieren. Dann können wir den hier für den oberen Bereich und für das Haus verwenden. Und den, den wir ausbuddeln, den verwenden wir dann für die Terrassen und für die Gemüsebeete. Jetzt geht's daran, dass wir mal schauen, wo der Brunnen ist. Los geht's! Karim und ich haben jetzt gerade einmal gemessen. Wir sind jetzt fast in der Mitte zwischen den beiden Brunnen. Und wie ihr hier das sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist einfach schon so eine kleine Vertiefung. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass genau hier der Brunnen gewesen ist von damals. Ich hau jetzt einfach hier so einen Pfosten rein, damit wir wissen, wo wir anfangen müssen zu graben. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist der Bagger. Boah, Leute, ich habe gerade den Anruf bekommen. Mein Puls geht schon hoch. Der Bagger steht jetzt oben vor der Tür. Ich bin echt gespannt, wie der den ablädt und ob wir das Ding überhaupt bedient bekommen. Boah, Leute, ey, ich habe echt Mordsrespekt. Ich habe so ein Ding noch nie gefahren. Den Typen haben wir auch so ungefähr gar nicht verstanden, was er uns gesagt hat. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Los geht's. Als allererstes anschnallen. So, was haben wir denn hier alles für Pinne und Knöpfe? Das ist echt der Kracher, ey. Diese Bedienungsgeschichte muss erstmal nach unten, habe ich gerade gesehen, so wie der das gemacht hat. Spritze ist voll, das heißt, wir können richtig Gas geben und los geht's. Das Einzige ist, wie kriegen wir denn dieses bescheuerte Schildchen da oben? Ah, jawohl, geil. So, seht ihr? Das Ding ist oben, jetzt kann es losgehen. Er ist ja richtig was rausgebaggert. Warte, ich hole eben meinen Spaten, dann bin ich schneller.
Karim hat schon ordentlich losgelegt mit dem Buddeln. Und hier seht ihr, das ist schon richtig feucht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Karim, bist du fertig? Können wir weitermachen? Komm raus da halt. Mann, ey, der ist immer am Pennen, das gibt's doch nicht. Ey Leute, ich drehe total durch. Guck mal bitte hier unten rein. Geh mal rein. Wow! Tatsächlich. Ich glaube, wir haben hier schon die alte Brunnenmauer gefunden. Das ist das Ding hier. Und ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich jetzt hier in so einem Kreis hier rumgeht. Aber das Geilste ist... Wasser! Geil! Kalle, wo hast du dein Ball hingetan? In das Loch da unten. Ja, wie holst du den denn jetzt? Holst du den mal raus? Da muss der Papa wohl wieder runter. Ey Leute, checkt mal bitte die Lage. Das ist echt der Kracher. Wir haben jetzt ungefähr, würde ich sagen, knapp einen Meter tief gebuddelt. Und hier unten steht schon komplett Wasser drin. Das könnt ihr vielleicht von dort aus gar nicht so richtig sehen. Warte mal, ich hole euch mal hier rüber. Hier seht ihr, das ist die alte Brunnenmauer, die hier drin war. Und hier ist jetzt schon richtig, hier steht richtig, richtig Wasser drin. Das ist echt der Knaller. Worüber ich mich am meisten freue, ist, dass wir echt beim ersten Mal buddeln den alten Brunnen schon gefunden haben. Und vor allem, dass auch die Mauer komplett intakt ist. Also hier haben wir sie leider schon ein bisschen zerstört, da auf der Seite, seht ihr? Da sind wir ein bisschen dran gekommen. Aber hier, das ganze Ding, das ist alles intakt. Ey, es geht weiter im Text, ich freue mich. Die Mauders hauen ab, die gehen jetzt ein Bierchen trinken mit Livi am Forstolisandro. So Leute, das war's für heute. Nach der ganzen Baggerei haben wir erstmal Kali ins Auto geschmissen, sind an den Strand gefahren und sind alle erstmal ins Wasser gesprungen. Und ob der Brunnen jetzt genug Wasser produziert, dass wir den an unsere Bewässerung anschließen können, oder ob wir einfach nur ein dickes Loch gegraben haben, das zeige ich euch im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich megamäßig freuen, wenn ihr mir den Daumen hoch gebt oder vielleicht auch abonniert. Das würde mir echt sehr helfen, den Kanal weiter auszubauen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel, viel Spaß auf YouTube und sag bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!